Es wird eine Reise an einen 1860 vereinshistorischen Ort. 24 Jahre ist es her, dass der TSV einen Aufstieg in die erste Bundesliga feiern konnte. Bei der Sause von Meppen war Löwentrainer Daniel Birovka gerade 15. Das ist schon so lange her. Ich habe noch so ein paar Bilder im Kopf. War halt ein Doppelpass von Winkler, Paco, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Dann natürlich der Platzsturm danach. War Gänsehaut pur. Waren schöne Bilder damals, 94. Zurück in die Zukunft heißt es am 11. Spieltag in der dritten Liga. Die 60er durchleben eine sieglose Phase von 3 Unentschieden und einer Niederlage. Wir haben jetzt sind Aufsteiger, wir haben jetzt die letzten 6 Spiele 1 verloren und dann wird hier die große Krise ausgerufen. Also das kann ich, ja, da kann ich jetzt nicht ganz folgen, wie man sowas, wir sind auf dem Tabellenplatz 8 als Aufsteiger, muss ein bisschen ja, die Ruhe bewahren der Mannschaft. Immer wieder auch das zeigen, was wir besser machen können und dann einfach auf den Prozess hoffen, dass wir es irgendwann dann ja, so umsetzen, dass wir die Spiele auch gewinnen. Aber davon bin ich überzeugt. Ich werde alles dafür tun. Und die Mannschaft sieht man auch, sie geben alles auf den Platz. Ab und zu fehlt noch ein bisschen die Reife, ein bisschen die Cleverness. Aber die werden sie irgendwann dann auch mit den Spielen erlangen. Als Tabellenachter rangieren die Löwen weit vor dem 19. aus Meppen, die Vorletzter sind. Der Abstand zwischen den beiden beträgt allerdings nur 4 Punkte. Ja, das ist eigentlich ähnlich wie bei uns. Ein bisschen unter Wert geschlagen worden, würde ich sagen. Ich habe viele Spiele gesehen von ihnen, weil sie die Mannschaft sind, die immer 2 Spieltage vorher gegen den Gegner spielt, gegen den wir dann nachspielen. Also ich habe viele Spiele von ihnen gesehen. Waren immer sehr enge Spiele, teilweise auch wirklich Pech gehabt, unglückliche Spielverläufe gehabt. Haben ein paar Punkte zu wenig, haben die, sagen wir mal, ihr Spiel ein bisschen umgestellt. Spielen sehr intensiv, auch sehr viel auf Pressing, Gegenpressing. Am 11. Juni 1994 stiegen die Löwen in Meppen nach 13 Jahren wieder in die Bundesliga auf. Auf einen Ligasieg will bei 1860 keiner so lange warten.